Sie lebt, muss man ja fast rufen, wenn es um die Fashion Week geht. Die wird gefühlt jedes Jahr so ein bisschen kleiner. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut so. Dann haben nämlich auch die eine Chance zu glänzen, die sonst im Schatten der Star-Designer stehen, der Nachwuchs etwa. Und nicht nur bei den Modemachern, sondern auch bei denen, die über den Steg laufen. Okay, also das hier wird immer so die Stelle sein, hier werde ich immer richtig aufgeregt. Das sind immer so die 5 Sekunden, bevor du richtig rausläufst, wo du dann die ganze Zeit schon bereit stehst, siehst, was gerade passiert. Und da bin ich dann richtig aufgeregt. Newcomer-Model Rick Hübner macht sich gerade mit dem Catwalk vertraut. Heute Abend wird er hier bei der Fashion Hall Berlin laufen. Die Show präsentiert im Rahmen der Fashion Week vor allem Kollektionen junger Designer. Also bin ich oberkörperfrei wieder? Nee, ne? Doch. Ja? Okay. Also der Mittelbereich ist frei? Okay. Okay, ja gut. Weil dann darf ich wieder nicht essen, also muss ich aufpassen, weißt du? Rick wird heute für einen Designer aus Gambia laufen. Tragen soll er eine Art afrikanischen Kimono. Der wird ihm später noch Probleme bereiten. Ich soll damit so ein bisschen damit spielen. Okay, ja, okay, okay, kein Ding. Das geht, ja, okay. Der Laufsteg hier ist auch ein Sprungbrett. Die Models wollen von den großen Labels entdeckt werden. Auch Rick will dafür heute sein Bestes geben. Lange war das Model für ihn nur ein Hobby, bis er seinen Callcenter-Job an den Nagel gehängt hat. Es geht eigentlich eher darum, dass du ein Leben führen kannst, wo du nicht von 9 to 5 in irgendeinem Büro sitzt. Das hier ist etwas, hier erschaffst du etwas, das ist etwas Kreatives. Kreativ und manchmal chaotisch, wie in der Maske. Da hat man es als Mann nicht leicht in diesem Business. Ich muss mir jetzt selber jemanden suchen, der irgendwie frei ist. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend gerade. Rick ist heute einer von 3 Männern unter 50 Frauen. Und die Anweisung auf Russisch verstehe ich nicht. Da geht Mann schon mal unter. Endlich an der Reihe wird sein Make-up nach einer Vorlage des Designers geschminkt. Danach geht es zum Catwalk-Training, sozusagen die Generalprobe. Rick soll die Show des afrikanischen Designers eröffnen und möglichst viel Haut zeigen. Komplett aus. Sein Körper ist sein Kapital, im Fitnessstudio ist er Stammgast. Meistens schaffe ich es 3-mal die Woche. Die Ernährung ist halt das Wichtigste. Ne? Doch heute hat er den ganzen Tag gehungert. Er will die beste Figur abgeben. Jetzt geht's gleich los. Doch dann erstmal Stress. No, no, not last. It doesn't work. Der Designer will die Aufstellung verändern. Rick kann ihn überzeugen, alles bleibt beim Alten. Doch kurz vor dem Auftritt ist er jetzt noch angespannter als ohnehin schon. Als es ums Aus- und Wiederanziehen geht, passiert es dann. Sein Kimono will nicht so wie er. Naja, ich wäre ganz gerne mehr mit perfekter Leistung aufgefallen, anstatt mit einem Fehler. Immerhin, ich bin der Einzige, der richtig missgebaut hat. Einen Trost gibt es für ihn dann aber doch noch. Er kann endlich wieder essen. Kalorien, Kalorien, Kalorien. Ich brauche Kalorien. Ich kippe um.